So, ihr Lieben, heute gibt's Teil 2. Und zwar zeige ich euch die einzige Reise, die wir gebucht haben. Also eine gebuchte Reise haben wir gleich am Anfang, gleich am dritten Tag unternommen. So mit Elefanten baden, Elefanten füttern, Elefanten bürsten. Dann so eine Sea Turtle Station, also wo die kleinen Schildkröten aufwachsen, in so einem, das war in so einem Navy-Gebiet, dann diese Tsunami-Geschichte, dieses Boot, dann hatten wir eine Floßfahrt, so, und das Ganze, wie war das, ach so, und Tempelbesichtigung, ja, und da hatten wir also gleich, das ist ja dann so, wenn man so eine Reise bucht, dass man dann so einen Reiseleiter, der kommt dann ins Hotel, und das war ein sehr netter Mann, ein Chinese war das, der sprach fantastisch Deutsch, und hat uns ein bisschen beraten und gefragt, wollt ihr einen deutschsprachigen Reiseführer? Da haben wir gesagt, ja klar, wollen wir einen deutschsprachigen Reiseführer, gerade wenn es so um die Kultur geht und so, egal wie gut man in Englisch spricht oder nicht. Okay, also und die Reise war nicht günstig. Also man hätte diese Reise natürlich, weil es gibt überall, wenn man dann rausgeht, aus der Hotelanlage heraus, ist ja dann das normale Leben, also ziemlich... Ich würde sagen, für unsere Verhältnisse sehr ärmlich. Also es werden dort Reisen angeboten mit so Tuk-Tuks und mit Fahrern einfach. Kann man alleine machen. Und das kann man getrost alleine machen, wusste ich aber nicht. Aber gut, ne, man muss die Erfahrung machen, um zu sagen, hey, nächstes Mal mache ich es anders. Wir werden bedeutend günstiger gefahren bei der ganzen Geschichte, denn uns wurde auch nichts erzählt. Also dieser Reiseleiter, ohne irgendeinen Namen mitzunennen, der holte uns dann ab und sagte, wie gut ist denn euer Englisch? Und bin, also er hätte da noch ein paar Englisch sprechende, noch ein Pärchen und er würde es ungern zweimal erzählen. Dann haben wir gesagt, naja, also Moment mal, wir haben extra die Reise gebucht und die war wirklich nicht günstig, also diesen Ausflug. Und wir hätten ganz gerne, dass er uns auf Deutsch das erklärt. Ne? Naja, also das passte dem gar nicht. Und nur hat er so, also das war das Einzige, was ich jetzt echt ein bisschen doof fand, weil ich mir einfach mehr Informationen gewünscht hätte. Also der Fahrer hat von uns auch Trinkgeld bekommen und der Fahrer fuhr und der sagte nichts. Als wir zu diesen Stationen kamen, sagte er, hier geht mal da raus, lest euch das mal durch, da Tsunami, die Tafeln, es wird euch erschüttern. Oder hier, guckt euch das mal an. Also das war, aber was willst du machen? Ne? Da mussten wir durch. Das war ein bisschen doof, aber es war sehr, sehr schön, mit diesen Elefanten, das war ein wunderbares Erlebnis. Übrigens, ich sehe super, ich habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht im Handy und ich kann das sehen. Ohne Brille, ist das nicht fantastisch? Ich kann das lesen. Also der, ja, dann sind wir, okay, ich zeige euch jetzt mal die Bilder zu diesem Elefantenbaden, ja, und mit diesem Elefanten. Das ist so ein irres Gefühl, das sind ja richtige Kolosse, das ist, also... Und die Elefantenhalter, die gingen sehr gut. Das war ein ganz tolles Resort. Ich habe auch schon andere Dinge gehört, aber denen ging es da richtig gut. Das war sehr, sehr schön angelegt. Die hatten sehr viel Auslauf. Und dann dieser Badesee. Und dann kriegst du so einen Korb oder einen Eimer Bananen und dann kannst du die füttern. Und dann kommen die an mit ihrem riesigen Rüssel und nehmen dir das so von der Hand. Es ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl, wie mit Delfinen auch zu baden. Ja, alles, was so... völlig ungewöhnlich ist, wenn du das erste Mal erlebst. Das ist einfach so ein totales Aha-Erlebnis. Oh.
Diese Tsunami-Geschichte, die war natürlich, das war sehr deprimierend, sich das alles anzuschauen, die Fotos. Da habe ich jetzt also überhaupt keine Bilder gemacht. Das möchte ich jetzt nicht weiter zeigen. Das war einfach ein also es war ganz, ganz, ganz furchtbar, was damals passiert ist. Und diese Sea Turtle-Station, also diese Wasserschildkröten, es ist so süß, diese kleinen Schildkröten, die werden dort, also bleiben dort fast ein Jahr, zwischen 6 Monaten und einem Jahr und werden aufgezogen, weil der größte Feind ist die Natur und der Mensch natürlich. Denn ich hatte das, glaube ich, in irgendeinem Short gesagt, die Weibchen legen ihre Eier ab und hauen wieder ab. Wir gehen ins Meer und die Eier werden sich selbst überlassen, dann schlüpfen die Kleinen oder müssen die sehen, wie sie überleben. Und da hilft der Mensch. Also solche Stationen finde ich sehr, sehr schön. Das war auch sehr, sehr beeindruckend, diese ganze Anlage. Das zeige ich euch jetzt mal, ja? Diese Wasserfloßgeschichte auf so einem Bambusfloß, das war auch sehr schön, so ein bisschen durch den Dschungel, durch diese Geräusche, dann die Schlangen, die über einen hingen, vielleicht waren die auch drapiert, keine Ahnung. Das ist natürlich alles ein bisschen touristisch aufgezogen, ist klar, ist aber schön. Also ich habe es nicht bereut, auf diesem Floß zu sitzen. Es ging jetzt nicht irgendwelche wilden Bäche runter, ne? Es war ganz normal. Man hat da gechillt drauf gesessen und hat die Natur genossen. Vor allem die Geräusche, dass man immer auf die Geräusche achten muss in der Natur. Wenn die Natur still ist, dann passiert was. Wenn nichts ist, wenn absolute Stille ist. Okay, sollte man sich vielleicht mal merken, ne? Ja. Hey! Hallo! Bye-bye. Bye-bye. See you there. See you. Hello? Hello? So, ich bin jetzt hier auf so einem Bambusfloß unterwegs. Und das ist sehr gechillt.
Okay, Wasser so hoch. Wenn Monsun ist, ja? Monsun? Waren wir in so einem Tempel. Es gibt ja unfassbar viele Tempel und Buddha-Statuen. Und es ist klar, angemessene Kleidung ist Voraussetzung. Buddha nie den Rücken kehren, wusste ich auch nicht. Also Buddha sollte man nie den Rücken kehren, sondern eine große Statue, okay, mit den Füßen auf niemanden zeigen. Es gibt so ein paar No-Gos in Thailand, was man nicht machen sollte. Von der Unfreundlichkeit, dem Lautsein, dem Fordern, hey Kellner, komm mal oder so, ne? Wie gesagt, sich freizügig zu kleiden, da halbnackt rumzurennen, nackt baden, auch nicht halbnackt baden, solche Sachen eben, ne? Elefanten reiten sollte man auch nicht. Obwohl es eigentlich immer wieder gemacht wird. Wir haben es natürlich nicht gemacht. Es wurde auch gar nicht angeboten. Aber es gibt absolute No-Gos. Ne? Den König beleidigen. Wenn dir Geld runterfällt, dann nicht drauftreten. Mit den Fußsohlen auf jemanden zeigen, weil die sind schmutzig. Es gibt so ein paar kleine, wie gesagt, No-Gos, die man wissen sollte, was man nicht tun. Also nicht tut einfach in Thailand, ne? Für uns jetzt völlig neu, also vieles neu, aber eigentlich auch wiederum nicht. Ist doch klar, dass man sich angemessen kleidet, zumal dieses Land ja 95% buddhistisch ist und ja. Überall ihre, also die verehren Buddha so sehr, die haben auch überall ihre kleinen Geisterhäuser stehen, also auch vor Häusern, und die werden geschmückt und die werden geschmückt mit Blüten und mit Essen und mit Trinken, dem wird Essen und Trinken hingestellt, ne? Also diesen Geistern oder auch Buddha, das ist, also die leben das richtig, ne? Das merkt man, das zieht sich wie so ein roter Faden durch dieses Land, das ist, und deswegen, das ist diese Ruhe, dieses Lächeln. Klar gibt es auch die Großstädte, aber wir waren ja noch nicht in einer Großstadt außer Patong da, das ist diese Hochburg des Tourismus, okay, wo man alles sich kaufen kann, ihr wisst schon, und alles erhältlich ist, ja, so, okay, also, dann, also was mir ein bisschen aufgefallen ist, ist schon so, es scheint wie so eine unterwürfige Freundlichkeit, weil die ja immer die Hände vom Körper so falten, ne, und Sabatika und, ja, aber das lernt man ganz schnell und das geht ganz schnell in einen über, dass man das auch macht. Und da freuen die sich, wenn man zum Beispiel diese Geste macht oder sich auch auf Thailändisch bedankt, das finden die schön. Und Frauen, also als Frau zu reisen, geht fantastisch. Wir waren ja nun zwei Frauen, jetzt nicht unbedingt so Jugendliche, sondern
so Backpacker, wir waren ja, sind ja ein bisschen älter und es geht bedenkenlos. Also ohne Angst haben zu müssen, sind wir also auch aufs Moped gestiegen, sind durch den Busch gefahren und das ist was passiert. Jetzt haben wir endlich schon wieder aus. Thank you very much. So geil. Thank you. So, wir haben jetzt gerade Startschwierigkeiten gehabt und haben uns 7 oder 8 Thais geholfen, das Moped wieder anzubekommen. Es macht riesen Spaß. Ja. Ja. Das Moped sprang nicht mehr an und irgendwie hatten wir da was vergessen, keine Ahnung, wir haben das auch nicht richtig erklärt bekommen. War im Prinzip letztendlich ganz, ganz easy, aber das Witzige war, dass sämtliche, dann kommen so Autos vorbeigefahren, ne, mit Männern drauf und dem angehalten haben geguckt, wir wussten auch nicht. Und dann kam eine Frau aus so einer Hütte raus und die hat es gewuppt, die hat es hingekriegt und hat uns das Moped wieder also gangfähig gemacht und Frauen sind Frauen gegenüber sehr, sehr hilfsbereit. Das war auch, als wir stecken geblieben sind im Sand, da haben uns die Frauen angeschoben. Die anderen haben nur so geguckt. Also das ist wirklich erstaunlich, wie freundlich Frauen da zu Frauen sind. Also wir sind die Touristen, wir bringen das Geld trotzdem. Ne? Es ist irgendwie, es tut richtig gut, wenn man einfach nett behandelt wird, wenn du angelächelt wirst. Natürlich wollen die alle was verkaufen. Ist ja ganz klar, die leben davon. Das ist die größte Einnahmequelle, der Tourismus. Und es ist auch alles teurer geworden als vor Covid. Ne? Allein der Kurs schon früher war 1:50, jetzt ist er 1:35. Und die Preise werden weiter steigen. Aber das ist eben halt so. Ne? Also die Frauen sind dort sehr, sehr fleißig. Die arbeiten auch besonders in diesen, bei diesen Massagen. Wir haben dann am Strand immer diese Massagen uns machen lassen. Und die haben so gut getan, diese Massagen. Also meine Also nichts gegen meine Physiotherapeutin, aber die hat es nicht hingekriegt. Aber die hat das hingekriegt, die Kleine. Ich habe dann immer versucht, die gleiche zu bekommen. Was nicht immer gelang, was egal, die sind alle gut. Die hatte mich gelockert und das ist also eine Stunde. Und das ist, du zahlst da vielleicht umgerechnet 12, 13 Euro. Das ist sehr, 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 sehr günstig und einfach fantastisch. Das Benzin ist wahnsinnig billig. Ach, das muss ich euch noch einblenden. Benzin. Also wenn du dein Moped auftankst, fährst dann so ein Supermarkt ist es nicht, so kleine Lädchen irgendwo am Straßenrand und da stehen so Schnapsflaschen und da ist Benzin drin. Und dann kommt die Frau raus mit dem Trichter und füllt dir das auf und da kostet der Liter 1,15, also sehr, sehr günstig. Also hier kostet man Gasolin, Benzin, daneben stehen die Nüsse, die Eier, die Cashews und die Datteln. Und hier sind irgendwelche Fische. Das ist nice. Oh. Ja, die haben ein totales Umweltproblem. Nicht Umweltproblem. Umweltproblem, Müllproblem. Sowohl privat als auch wirtschaftlich. Also wohin mit dem ganzen Müll? Das ist sehr, sehr schwierig. Also da ist nichts mit Mehrwegflaschen. Also das ist alles Plastik. Die Plastiktüten werden dir daher geschmissen. Da kannst du nur, nee, keine Plastik, no Plastik, no, no Bag, no, no Plastic Bag. Also das ist ganz, ganz anders als bei uns, wie wir das leben. Was ich sehr gut finde, wie wir das leben. Aber das müsste in diesen Ländern irgendwie noch ankommen. Ne? Das mit dem Müll. Und das ist, also weltweit, das Müllproblem ist eine Katastrophe. Die Strände waren soweit sauber. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also wir haben viele Strandabschnitte besucht. Sehr viel durch die, ne, mit dem Moped waren wir sehr, sehr mobil. Also absolut sauber. Wir sind jetzt hier
mit dem Moped wieder unterwegs und haben jetzt Rast gehalten. Machen gerade Rast an einem Strandabschnitt, essen jetzt noch trinkende Kokosnuss. Entschuldigt bitte, dass ich etwas wirr rede. Aber irgendwie habe ich hier die totale Mattscheibe. Gut. Wenn man jetzt die Straßen lang fährt, waren nun alles kleine Orte. Es ist ja diese Halbinsel, ne? Dieses Phuket, Khao Lak, das ist ja alles sehr ländlich. Und für unsere Verhältnisse würden wir sagen, die leben in Armut, aber die haben da so Hütten und da schlafen die drin. Die schlafen wohl auf dem Boden, die haben nicht so Betten wie wir. Also hier ist der Sessel, da ist die Matte, was ich euch erzählt habe. Da schlafen die drauf. Das ist die ganze Hütte. Wie genügsam ist das denn bitte, oder? Aber man hat natürlich dann diesen Blick. Tja, das ist alles eine Frage der Entscheidung. Und das spielt sich eben alles draußen ab, die Verschellen draußen, aber es steht immer ein großes Auto vor der Tür. Ja, und essen tun die Thais draußen. Also es gibt diese Garküchen, da ist es sehr, sehr günstig und da wird nicht gekocht zu Hause. Die holen sich das Essen von den vom Market oder aus diesen Garküchen und dann hocken die alle zusammen und essen. Also so haben wir das beobachtet, ja. Ja, also es war wirklich irgendwie, war das eine sehr, sehr inspirierende Reise, für mich völlig anders. Ich habe hier nur einen Bruchteil kennengelernt, ganz kleinen Bruchteil. Ich war noch nie in Bangkok. Ich würde da ganz gerne mal hin, vielleicht so 2-3 Tage. Obwohl, die Meinungen gehen da auseinander mit Bangkok. Es gibt welche, die lieben es, und welche sagen, um Gottes Willen, bloß nicht dahin. Ne? Die Luft schlecht, es ist so heiß, es ist so laut, bla bla. Aber ich glaube, dieses Land, welches den Form eines Elefantenkopfes hat und in Rüssel, das sind so diese Halbinsel, also es hat mich doch sehr, sehr fasziniert und ich möchte das unbedingt nochmal machen. Allerdings jetzt mit ganz anderen Voraussetzungen. Mit so einem kleinen bisschen Vorwissen würde ich das also alles irgendwie alleine buchen. Nicht mehr so eine Pauschalreise machen. Am besten, wir hätten sehr, sehr viel Geld sparen können, wenn wir das Hotel da gebucht hätten. Das war ein super Hotel, ihr habt es ja gesehen, sehr, sehr schön. Aber nun haben wir das so gemacht und wie gesagt auch eine andere Airline. Es ist halt so. Also man kann da auch überwintern. Es leben sehr viele Deutsche dort auch. Es leben sehr viele Schweden da. Es ist viele Rentner, die überwintern da oder leben dort. Es ist eben noch günstiger. Nicht mehr so günstig wie vor Jahren, aber es ist immer noch günstiger zu leben als hier. Besonders auch, wenn man alt ist. Auch es gibt auch solche Altenheime, also so Pflegeeinrichtungen, die ihm sehr schön gelegen sind. Da hast du deine eigene Bezugsperson, die alles für dich tut. Und das ist natürlich alles sehr, sehr schön. Nur du bist eben am Ende der Welt. Du bist ganz woanders, du bist weg von der Familie. Das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Aber die Menschen, die wir getroffen haben, also jetzt
mit dem wir uns unterhalten konnten, mit Thais konnten wir uns nicht unterhalten, sehr den, doch auch, aber ich meine so, die dort also länger gelebt haben, die sich dort selbstständig gemacht haben, die irgendein Business, ein Café oder so. Ach so, da haben wir einen ganz netten Schweizer kennengelernt. Der war auch ganz, also früher mal Manager und richtig in der Industrie tätig und hat dann so, der muss so unser Alter gewesen sein, hat er sich mit einem französischen Café selbstständig gemacht, blende ich jetzt mal ein. Und jetzt sind wir irgendwo im Nirgendwo. Das ist ein Ocean Hanna Bakery Café. Hier gibt es Carrot Cake, Shortbread, Tarte aux Pommes, Apple Pie, Brioche, Quiche Lorraine. Wir sind gespannt. Okay. Wow. Hallo. Nice Café. Richtig nice Café. Wow, so nice. Also hier ist ein netter Schweizer und jetzt kriegen wir hier einen richtig tollen Kaffee und eine, ist auch schon ausverkauft hier. Wir sind nachmittags, wie spät haben wir es jetzt? Fast vier, alles ausverkauft. Also wir kriegen immer noch eine Zimtschnecke. Das ist also eine Bakery, die hat auf von Dienstag bis Sonntag von 8:30 bis 17:30 Uhr. Dieses französische Café, ja, das war also sehr beliebt. Da sind sie dann alle hingefahren, hast eben Baguettes und das alles französisches, Patates und so weiter, guten Kaffee bekommen. Und das war natürlich so mitten im Busch so. Das war der Hit, da sind sie alle hingedüst, ne? Das finde ich sehr bewundernswert, wenn Menschen sagen, hier, ich fange nochmal total von vorne an, mit 20, 30 ist das alles okay, aber wenn man älter ist und sagt, gut, ich schlage jetzt meine Wurzeln, ich versuche Wurzeln zu schlagen auf einem völlig anderen Kontinent, das finde ich sehr, sehr, sehr bewundernswert. So ihr Lieben, also Kurzeindruck dieser Reise, einfach fantastico, kann ich nur sagen, beide Daumen hoch und würde ich immer wieder machen. Und kann ich nur empfehlen, auch jetzt, ich habe ja auch viele Single-Ladies hier drauf, man kann das auch alleine machen. Ich würde es auch alleine mir zutrauen jetzt, ne? Ehrlich gesagt, ja, würde ich machen. Ich habe da überhaupt keine Angst gehabt. Man kann auch so tolle Yoga-Ferien dort machen. Da habe ich zum Beispiel eine liebe Zuschauerin, die Heike, die war zur gleichen Zeit da wie ich. Wir haben uns leider nicht sehen können. Die hat so Yoga-Ferien, also Yoga-Retreat, ist auch geil. Also, man kann schon schön Urlaub machen. Und was wirklich, wirklich fantastisch war, ist das Essen. Essen und dieses Trinken. Ich habe jeden Tag 2-3 Kokosnüsse getrunken und habe mich vollgehauen mit Papayas und Mangos und Passionfruit und wow, also das vermisse ich doch sehr und das schmeckt natürlich ganz anders, das Obst, als wenn man hier diese Fluggeschichten kauft, ne? Ja, also, ach, das Essen ist schon fantastisch. Und wir haben immer gesagt, no spicy, das ist ja sowieso schon alles sehr. Wenn du da sagst spicy, na, da brennst du innerlich wie. Das kriegt unser europäischer Gaumen gar nicht so hin. Es gibt immer Ausnahmen, aber das Essen war einfach fantastisch. Dieses ganze frische Gemüse. Man kann auch sehr viel Fleisch essen. Ich bin ja nur nicht so der Fleischesser, aber Fleisch und Fisch. Aber die Zubereitungsart und Weise, wie
Ich habe auch nicht gedacht, dass ich in so einer, auf so einem Markt sowas essen würde, ja? Weil man ist ja doch ein bisschen anderen Standard gewöhnt hier in Deutschland, hygienisch und so weiter, was alles hier erlaubt ist und was nicht. Aber es hat funktioniert. Gut, man muss sich ein bisschen, also mein Magen hat schon ein bisschen gebraucht, ne? Mein Magendarm, um sich da, der hat schon ein bisschen rebelliert. Aber es war alles im Rahmen, es hat alles funktioniert und das ist doch die Hauptsache. Also die Reise war es absolut wert, sie gemacht zu haben, obwohl spontan und einfach nur toll. Ich kann nur sagen, einfach nur toll. Und ich wünsche euch wie immer das Allerbeste und vielleicht habt ihr ein paar nette Eindrücke sammeln können. Ich freue mich auf eure Kommentare und seid besonders gut zu euch. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Tschüss.